Willkommen zu einem neuen Video bei Perfect Green. Heute geht es um einen Einhell-Akku, Verrikutierer und Lüfter. Wir haben vor kurzem einen Akku-Spindelmäher getestet von der Firma Einhell und der hat uns wirklich so mega überzeugt, dass wir auch sehr viele Kommentare bekommen haben, ob wir denn schon einen Akku-Lüfter und Verrikutierer von der Firma Einhell getestet haben. Und da haben wir einfach gesagt, nein, noch nicht, aber wir haben uns einen besorgt und deswegen werden wir den genauer unter die Lupe nehmen, ob er uns auch wirklich so überzeugen kann wie der Akku-Spindelmäher. In diesem Video soll es nicht schon wieder um das Thema Lüften gehen. Das hatten wir bereits. Den Link blende ich euch oben ein. Da findet ihr Tipps, alles rund um das Thema Lüften, auf was ihr achten müsst und was ihr auch wissen müsst. Heute soll es lediglich um das Gerät selber gehen, um einen Akku-Lüfter und Verrikutierer von der Firma Einhell, wie schon erwähnt. Und ich muss schon sagen, als ich das Gerät bekommen habe, ausgepackt habe, ist mir gleich wieder der sehr hochwertig verarbeitete Kunststoff aufgefallen. Das ganze Gerät macht wirklich für das Geld aktuell ca. 110 Euro einen wahnsinnig guten Eindruck, sehr gut verarbeitet und auch sehr stabil. Jedoch ist der Verrikutierer, der Lüfter, wirklich nur als Solo-Gerät gekommen und wie gesagt 110 Euro. Und da muss man einfach eine separate Lüfterwalze noch dazu organisieren. Die verlinken wir euch aber auch unten in der Videobeschreibung. Da liegt man ungefähr zu 17, 20 Euro nochmal separat. Was ihr auch dazu kaufen müsst oder beachten müsst, sind natürlich die Akkus. Er wird angetrieben mit 2x18 Volt Akku. Ich habe jetzt hier zwei Akkus mit je 3 Amperestunden. Ein Doppelladegerät ist dabei und die Akkus werden auch innerhalb von 60 Minuten wieder aufgeladen. Und da bewegen wir uns auch wieder um die 100, 110 Euro der aktuelle Preis. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Superpreis-Leistung fängt schon beim Griff an. Wir haben auch hier wieder, wie beim Akku-Spindelmäher, ein sehr hochwertiges Moosgummi um den Griff, der sehr gut in der Hand liegt. Und hier muss ich auch schon sagen, ich bin 1,75 groß oder klein. Und er hat wirklich eine perfekte Arbeitshöhe für mich. Und das ist das Geniale. Ich kann den Griff schon in 3 verschiedenen Höhen einstellen. Da kommen wir gleich noch drauf. Auch hier wieder bei der beim Einschalten auch wieder ein Sicherungsschalter und dementsprechend einfach, wo man anschalten kann, wie jeder Akku oder Elektrolüfter oder Rasenmäher auch. Zum Griffhöhen selber, hier wie gesagt, kann man 3 verschiedene Höhen einstellen. Ich bin jetzt bei der mittleren Höhe und wie gesagt, es gibt ja auch noch Personen, die kleiner oder größer sind. Von dem her gehe ich jetzt davon aus, ist alles ideal auch für euch. Gut. Was mir hier schon mal sehr gut auffällt, ist, wir haben einen Tragegriff. Der ist hier versteckt. Er ist zwar nicht ideal ausbalanciert, ja, weil einfach der Schwerpunkt dann hinten ist. Allerdings sind jetzt momentan keine Akkus drin. Mit Akku schaut es dann anders aus. Das passt dann soweit. Ein kleiner Kritikpunkt habe ich auch schon gefunden. Und zwar mal wieder die Klappe. Bei der Klappe muss man hier reindrücken, damit sie entriegelt wird. Und wenn sie dann aufgeht, dann drückt man sie automatisch etwas weg. Und das finde ich etwas ungünstig gelöst. Da müsst ihr etwas aufpassen. Da kann gut sein, dass die Klappe irgendwann abbricht. Es wäre sinnvoller gewesen, den Push-Button hier rein zu machen, damit es einfach besser aufgeht. Hier kommen dann die Akkus rein. Das zeige ich euch gleich noch. Und hier ist auch wieder ein Stift, der sichert bzw. entsichert. Richtig cool gelöst und da beneide ich Einhell schon mal im Vergleich Beispiel zu meinem Elle, der 1700 Euro kostet, ein Rasenmäher, den ich ja auch schon mal ein Video gemacht habe. Wir haben hier Markierungsstreifen, 2 Stück und diese Markierungsstreifen sagen einem genau, wie die Arbeitsbreite von dem Gerät ist. Und das finde ich wirklich klasse, kostet im Prinzip wirklich nur ein paar Cent, aber schon allein die Idee zeigt mir hier, dass das Gerät sehr gut gedacht wurde und einfach sehr gut konstruiert wurde. Beim Akku einlegen, wie schon gesagt, die Klappe ganz okay, aber bitte etwas vorsichtig. Und hier kommen die Akkus beide so rein. Und da muss ich sagen, man hat hier noch ordentlich Platz. Eventuell passt dann auch noch einen größeren rein. Das habe ich jetzt nicht getestet, aber auch zum Entnehmen sind sie wieder wirklich sehr gut. Also das ist wirklich alles sehr gut durchdacht. Das passt soweit. Von der
Schnitthöhenverstellungen, die haben wir natürlich auch mit drin. Man kann drei verschiedene Vertikutierhöhen einstellen. Die Null ist immer die Transporthöhe. Da schleift keine Vertikutiereinheit oder keine Lüftereinheit auf dem Boden. Das passt soweit. Und beim Verstellen einfach rausziehen und dann kann man das Ganze drehen. Und ihr seht schon, wie sich etwas wie sich alles verändert. Und da ist nicht zentral, das bedeutet, ihr habt es pro Rad, habt ihr die Höhe, da müsst ihr halt dann dementsprechend darauf achten, dass beide Räder gleichzeitig gleich hoch eingestellt sind. Was ich vorher nicht erwähnt habe, es gibt natürlich auch noch einen Fangkorb, der wird hier eingehängt, einfach Klappe auf wie üblich und der Fangkorb eingehängt. Den haben wir bewusst nicht gekauft, weil meistens bei den günstigen Lüfter- und Vertikutiergeräten der Fangkorb eher so kontraproduktiv ist. Da ist es oft auch besser, ihr fahrt später mit einem Sichelmäher drüber und nehmt das Ganze auf. Wie gesagt, gibt es auch als Zubehör zu kaufen. Das ganze Gerät, wenn man denn einfach mal von unten anschaut, so schaut das Ganze aus. Hier ist im Prinzip die Vertikutiereinheit drin. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Messer mal 2, weil diese hier immer leicht versetzt sind, habt ihr somit 16 Messer, die den Boden dementsprechend bearbeiten. Das Ganze sieht auch von unten hier sehr minimalistisch gehalten aus, was aber auch von Vorteil ist, ihr könnt es einfach besser reinigen und das Ganze funktioniert dann dementsprechend auch sehr gut. Und da gibt es auch wirklich wenig bzw. eigentlich gar nichts dran auszusetzen. Und auch die Lüftereinheit bzw. Vertikutiereinheit wird hier nur mit zwei Schrauben gehalten. Und das zeige ich euch aber gleich noch kurz, wie wir das Ganze wechseln, weil das geht wirklich innerhalb von 20, 30 Sekunden. Beim Ausbau einfach kurz die zwei Schrauben öffnen. Und schon haben wir hier die ganze Einheit, kann man hier einfach rausziehen und hier wird sie einfach nur eingehängt in Vierkant. Hier das Kunststoffteil einfach nur abziehen und das ist schon mal wirklich, da bin ich echt überrascht. Wir haben für einen Lüfter-Vertikutierer um die 100 Euro, wir haben ein Kugellager und das sieht man natürlich nicht oft, dass man hier eine kugelgelagerte Vertikutiereinheit hat. Also das ist wirklich sehr gut, da muss ich echt sagen, top. Dann bauen wir einfach den Lüfter ein. Da bin ich auch sehr positiv überrascht. Wir haben hier Drahtzinken, die einmal hier auch abgewinkelt sind. Das ist schon mal sehr gut. Durch das Abgewinkelte kann ich einfach die Grasreste einfach besser rauskämmen und vor allem sehr gut. Sie sind sehr gut gefedert, sehr leicht gefedert. Das heißt, wenn man zu tief stellen sollte, dann macht er wenig bzw. gar nichts kaputt, weil sie einfach wegklappen. Es gibt Lüftereinheiten, die sind viel zu steif und die klappen kaum weg. Und da hat man dann wirklich das Problem, dass die auch den ganzen Boden beschädigen. Beim Einbau einfach wieder draufklicken und das Ganze hier dementsprechend einraschen lassen. Und das war's dann schon. Die Schrauben wieder rein und schon habt ihr die Lüftereinheit eingesetzt. So viel mal zur Theorie und die ganzen Features, was er hat. Jetzt zeigen wir euch das Gerät einfach mal in der Praxis. Ich habe jetzt von der Höhe mal die Stufe 1 gewählt mit der Lüftereinheit. Die Vertikutiereinheit mache ich bei meinem Rasen nicht. Da würde ich zu viel kaputt machen bei meiner Poa Supina. Die Vertikutiereinheit mache ich dann bei meinem Schwiegervater. Da machen wir ja momentan eine Rasenneuanlage. Wenn es euch interessiert, den Link seht ihr jetzt oben eingeblendet. Wie gesagt, die Lüftereinheit Stufe 1. Ich lege einfach mal los. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ich bin bei Stufe 1. Das ist auch für meinen Rasen, für meine Poa Supina echt ideal. Wahnsinn.
Er kämmt die ganze Ausläufer perfekt hoch. Er holt auch sehr viel braunes Zeug hoch, abgestorbene Gräser hoch. Allerdings, ich lüfte ja wirklich alle 4 Wochen, da ist nicht viel drin. Mir geht es hauptsächlich um die Ausläufer hochzuholen. Und da bin ich wirklich schwer beeindruckt. Ganz ehrlich, das macht er besser als mein Allet. Das Ding ist mal richtig genial. Und wo ich auch jetzt mal richtig begeistert war, er lässt sich wahnsinnig leicht schieben. Im Gegenteil, er rennt voraus. Das Ding ist so richtig leicht. Und wow, wirklich sehr gut. Schaut euch einfach mal die Ausläufer an, was er hochgeholt hat. Wirklich top. Zu meinem ersten Zwischenfazit beim Lüften muss ich echt sagen, wow, das Ding ist mal richtig genial für das Geld. Er holt richtig gut raus. Übrigens, wir haben heute Sonntag und ich lüfte sonntags. So leise ist das Teil. Also wirklich von mir ganz klar einen Daumen nach oben. Wie gesagt, das ist nur mein Zwischenfazit zum Thema Vertikutieren. Mache ich ein paar Tage bei meinem Schwiegervater weiter. Und da wird dann auch noch das Endfazit kommen. Auf dieser Fläche kann der kleine Einhell jetzt endlich mal zeigen, was er kann mit der Vertikutierwalze, weil hier kann man nichts mehr kaputt machen. Im Gegenteil, hier wollen wir alles kaputt machen. Und da schauen wir mal, wie durchzugsstark der Motor ist, beziehungsweise ob der Akku in die Knie geht. Auf gut Deutsch gesagt, ich nehme ihn jetzt mal richtig her und dann schauen wir mal, was er kann. Die Vertikutierarbeiten sind abgeschlossen und ich muss schon sagen, das Teil ist echt der Hammer. Ich habe ihn wirklich nicht geschont. Ich war auf Stufe 3. Was geht komplett runter? Der Akku, muss ich sagen, der hat jetzt zum Schluss schlapp gemacht. Das waren ca. 100 Quadratmeter im Kreuzgang für einen 3 Ampere Akku, aber vollkommen in Ordnung. Das Gerät an für sich, wie gesagt, hat Power, kein Problem. Er hat nur 1, 2, 3 Mal hat er dann abgeschalten. Das war ihm einfach zu viel, zu tief, vor allem da, wo noch Moos war, in diesem Bereich hier. Und ist aber völlig normal, selbst Benzinvertikutierer, die gehen da einfach aus, die bekommen keine Luft mehr und dann sind sie einfach hinüber. Aber das Gute war, er ist ohne Probleme sofort mit angesprungen. Das Ergebnis ist wirklich top, da gibt es gar nichts, der Boden ist schön offen, das passt soweit und wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht alles abgehakt, das ist okay und top. Also wie gesagt, ich kann das Gerät wirklich nur empfehlen, ich hätte es nie gedacht, dass ein Akku-Vertikutierer so gut ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch eine schöne Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert doch einfach unseren Kanal. Generell Abos, wenn wir immer sagen, abonniert unseren Kanal, machen wir das nicht aus dem Grund, weil wir dadurch Geld verdienen. Wir bekommen kein Geld durch mehr Abonnenten. Es geht lediglich darum, dass solche Firmen wie jetzt hier zum Beispiel Einhell uns Geräte zur Verfügung stellt, wir die kostenlos testen können und ihr dementsprechend dann auch ein gutes Testfazit habt. Und da ist uns geholfen, da ist euch geholfen. Deswegen ist es natürlich sehr gut und würde uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und natürlich halt auch einen Daumen nach oben. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.